Hallo, liebe Leute. Das Ja, Freunde, ihr wisst, die Möbel brauchen immer ein bisschen länger. Wir sind es ja hier gewohnt, ne? Zu einer neuen Runde Subsistence mit der LP Schmiede und dem Mr. Chaos. Leute, ja, wir haben das Problem, wir wollen Strom machen. Was ist da Wie in los? jeder Folge. Oh. Aber jetzt so langsam, seien wir mal ehrlich, wir haben schon 7 voll aufgepimpte Solarzellen. Freunde, das ist schon echt jede Menge. Das stimmt, Und ey. wir haben schon 3 voll aufgepimpte Windmühlen. Also langsam kommt hier unser Stromhaushalt in Schwung. Es dauert nur noch 3,5 Millionen Jahre und dann sind wir Oh. endlich fertig. Freunde, ihr seht selbst. Aber wir haben jetzt auch gleich schon wieder 800 Strom und ja, Masse war immer das Blöde, ne? Aber was willst du da machen, ey? Ja, es ist halt nun mal so, wie es ist. Ja, machst du nix. Ja, Masse kannst du aber ja leider nicht anders produzieren hier. Das ist ja leider das kleine Kontra hier im Spiel. Das stimmt. Und alles braucht immer ewig viel Masse. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall ja, jede Menge Kotten noch. Kotten ist echt ein Problem hier momentan. Aber schön alles die dicke Jacke und alles, aber kein Kotten, das ist schlecht. So, Freunde, Dietrich haben wir. Können wir hier auf Sammeltour gehen? Ja, Federn haben wir auch genug. Und wie geht's uns eigentlich ab? So, ja, gut. Shit. Das läuft alles, würde ich sagen. Ja, so, ja, die Perlen, die kann ich auch nochmal wieder zurückpacken hier, ne? Was brauchen wir denn als nächstes, sag Moment. mal? Ja, eine Solarzelle, würde ich sagen, ne? Also abgegradet war ja alles jetzt, ne? Ja. Das hatten wir ja noch gemacht, offline schnell. War das Das offline? müsste Ja? soweit. Ja, Ja, glaub das hatten schon wir noch. noch, glaube ich, offline noch fertig gemacht, ne? Leute, wir haben alles geupdatet und Ja, wie sehen die Öfen aus? Naja, das geht ja alles noch. abgegradet. Ja, Hühner, ne? Brauchen wir auch zwei neue Leute. Ja. Irgendwas ist ja immer, ne? Ah, Mann, ey, beide tot, ne? Die hätten jetzt mal leben sollen, die Hühner hier. Und dann hätten wir zwei gehabt. Ja, ich denke mal, das wird langsam so ein bisschen stabiler schon, so ein bisschen zumindest, ne, in Sachen Strom, oder? Was meinst du? Yeah. So, Freunde, Level up. Endlich mal. Mal gucken, Ja. wie lange es hält. Wenn man mal wieder den einen Vorsprung nicht sieht und vom Fels rutscht, Leute, nicht vom Wolf gekillt zu werden, sondern einfach vom Berg runterrutscht, das ist natürlich auch echt, naja, wie soll man sagen, ein bisschen Panne, aber da kann man nichts machen, ne? Ist manchmal so. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, das geht gut, das geht auch gut. So, ja. Diesmal wollen wir mal nicht ohne Trinkflasche hier loslaufen, wie die letzten Male. Ja, Das das ist macht sich nämlich nicht so schick, ne? kleine Wichtigkeit ist das schon, so eine So. Trinkflasche, ne? Ja, auch wenn man sich mal ein bisschen weiter weg ist vom See, damit man sich auch mal die Hände waschen, Freunde. Das ist sonst mit den Krankheiten so ein bisschen übel, ne? So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, die Seen kann ich auch rauspacken. Das stimmt, liebe Freunde, ihr seht's selbst. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut, 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 gut. So, ich packe jetzt erstmal auch die Schrotmunition auch mal eben kurz alles raus. Weil mit den Waffen machen wir momentan sowieso wenig. Warum? Ja, also ich schieße ja meist immer nur mit dem Bogen. Achso. Also deswegen nehme ich das jetzt mal raus, dass ich ein, zwei Plätze mehr habe, weißt du? Ja, So. weil der, ne? Wir wollen ja auch mal ein bisschen hören auf die Kommentare, Freunde. Aber nur ein bisschen. Immer nur ein ganz bisschen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Schrotflinte packe ich jetzt auch mal eben raus. So. Dann habe ich noch meine Notfallknifte hier und dann packe ich das Energiepack hier nämlich auch unten in die Leiste rein. So, wir wollen ja mal ein bisschen fortschrittlicher werden hier, ne? Ja, das wäre angebracht, Freunde. Ihr seht selbst. Oh, ich rasiere dich gleich mal, wenn du so Hör weitermachst. ja, bloß auf, Alter. Oh. 95 ist schon nicht schlecht, ne? Bei beiden, Freunde. Ihr Ich, seht's. ja.
Ich hab ein Patent auf Rollschuhe. Mimi, jetzt häng ich hier eine Tür fest, du Lümmel. Habt ihr das gesehen? So eine Unverfrorenheit wieder. Das ist ein Schlingel, Leute. So, ich will euch nochmal die Armee zeigen von Solarzellen, die wir aufgebaut haben. Ja, ein, zwei könnt ihr noch hin, ne? Dann sieht das gleich aus. Ja. Upale ist mir runtergefallen. Oh. Kommen noch ein paar auf der anderen Seite und dann ist gut. Das sieht schon geil aus, unser Haus, Leute. Guckt es euch an. Freunde, ihr seht selbst. Wer knurrt mich hier an? Kommt zu meinen Händen. Oh, der hinter dir ist ein Hund. Oh, ich weiß, ich höre ihn. Er läuft sich die Beine aus dem Leib. Hier ist der Bavaskan auf die Bretter rauf. Okay, Leute, wir müssen eigentlich Hühner jetzt mal eben jagen, zwei Stück, damit wir da wieder, ne? Fette Viecher kriegen. Noch unter mir her, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt einen Dietrich mitgenommen? Hast du einen dabei? Ich mach mir ja, sonst. Ich hab dabei, alles gut. Okay, dann mach ich mir eben auch noch einen, Leute. Ich hatte noch gar keinen, ne? Die Möwe hat schon ihren zweiten. Der erste war ja nicht so gut, sagst du, ne? Naja, es ging. Also es war jetzt nicht so. Also ich hätte mir erhofft, dass wir ein paar Kottensamen finden. Ja. Eigentlich das. Groh, das wäre schöner gewesen. So, was weiß ich, 5, 6 Kottensamen oder so. Ja, das ist das, was uns hier so ein bisschen fehlt, irgendwie, Leute, ne? Also wir können das ja auch nicht produzieren, diese Kottensamen. Das ist das einzige Fundding ist das, ne? Ne? Was man da immer ja finden muss, Leute. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Ja. Also sonst haben wir immer so viele Kottensamen gefunden, ich kann mich dran erinnern, als wir die letzte Staffel gemacht haben. Und jetzt hier ist das total wenig geworden mit den Kotten hier, warum auch immer. Ja. Mega wenig geworden. Und vor allen Dingen, dass man da auch keine Samen ziehen kann, ist auch irgendwie, wie sollen sich denn die Pflanzen vermehren? Also jetzt mal ganz ehrlich. Oder machen wir irgendwas das falsch, da? Oder machen wir irgendwie was falsch, was wir jetzt vergessen haben? Ja, Leute, schreibt das mal in die Kommentare, falls ihr was anderes wisst. Aber vielleicht kann man die Kotten auch selber pflanzen, aber das ist ja auch Quatschkram, glaube ich, oder? Ja, da kommen ja eh nur 3 Stück raus. Das ist ja. Oh, ich habe Premium-Kiste hier, direkt vor der Tür. Mann, Freunde! Wir wollen mal gucken, was hier drin ist. Vielleicht lohnt sich diese Kiste. Wir werden das gleich erfahren. Oh. Nicht? Tomatensamen. Oh no. Tomatensamen, 4-mal Klebstoff, 2 Tauwerke, 8 Riegel, 8 Bretter und 4-mal dieses Legierungsblech und 2-mal Schrot. Munition, also das ist ja wohl echt 4-mal Eisen. Das ist nicht so gut, ne, oder? 12, 17-mal Nägel, also das ist, also ich weiß jetzt. Also, 1-mal Blaubeere. Naja, 2 Tomatensamen ist ja schon mal wenigstens was, aber. Oh, eigentlich. So richtig. Ja, gut, Bretter sind auch nicht so schlecht, aber naja. Ja. 4-mal Klebstoff, also. Ja, also so 8 Kottensamen. Und meine Leute, ihr dürft immer nicht vergessen, wir spielen immer noch auf leicht, ey. Und dafür ist die Ausbeute echt ein bisschen mager. Jetzt mal ganz ehrlich. In 1000 Kisten nicht einmal Kottensamen drin. Premium-Kisten auch nur so wenig Zeug drin. Und hier, ich habe einen Elch gefunden. Ja, aber das kann ja auch nicht sein, dass wir in der Premium-Kiste auch nie was finden, weißt du? Nein. Freunde, das macht mich ein bisschen traurig. Wir brauchen noch den Elch nicht. Wir haben so viele Sachen momentan. Ja, wir brauchen andere Sachen, brauchen wir mehr jetzt wieder gerade, ne? Ja, was auf jeden Fall wichtig ist, ist so ein bisschen Eisenkram und sowas, ne? Bisschen Eisenerz, das wäre schön, so 200 Stück oder so. Ja, das ist, ja, das Ding ist, wir brauchen auch Metall, ne? Hast du viele Metalle? Also ich habe gar nichts mehr. Metalle habe ich 51. Das geht ja noch. Du meinst jetzt hier diese Schrottdinger da, ne? Genau, weil daraus werden die Dietriche gemacht und ich kann mir schon keinen mehr machen, weil Metalle fehlen tatsächlich.
Ich weiß aber, woran das liegt. Ich habe also, ja. Meine ich doch Metallerz, meinst du? Eisenerz? Nee, ich meine nicht Erz. Ich meine schon die Schrott. Das fehlt mir gerade. Ich habe doch das doch in diesen Masseofen da geworfen, damit du Masse hast für die Solaranlage und so, weißt du? Ja. Also, das ist schon meine eigene Schuld. Deswegen sammle ich jetzt gerade mal im Kurz. Wir müssen sammeln gehen, Leute. Und da brauchen die Dinge. Also, den Schrott brauchst du für Dietrich hier. Sonst haben wir Metall und so. Ich könnte Dietrich hier machen. Es fehlt nur Schrott. Theoretisch. Aber, Freunde, Metalle bauen wir natürlich auch ab, ne? Ihr seht's selbst. Hühnchen suchen wir. Metalle suchen wir. Holz muss ich kloppen. Tee muss ich auch noch trinken nebenbei. Leute, mal kurz nichts mehr in der heutigen Zeit, ne? Ja, und du warst heute Morgen schon Maloche oder was? Heute früh oder wie? Oh. Bist gar nicht müde und kaputt? Oh, ein bisschen, ne? Irgendwo. Ist das ein guter Tag oder was? Was ist denn heute? Dienstag, glaube ich. Oh. Relativ guter Tag. Normaler Wahnsinn halt. Ja. Ein paar LKWs geladen und so. Jetzt habe ich wohl die Schnauze voll hier. Oh nee, normal hier. Oh, immer noch kein Kottensamen, ey. Das ist doch echt nicht normal hier, ey. Freunde. Ja. Was ist denn hier los mit den Kotten, ey? Das Ding, Leute, Möwe, sein Pulli ist kaputt gegangen, der Baumwollpulli. Der hat zwar jetzt eine gute Jacke gekriegt, aber jetzt fehlt wieder der Pulli, ne? Und das ist einmal das teure Zeug halt, ne? Also es ist eigentlich nur teuer geworden, weil so wenig Kotten da ist, ne? Deswegen ist das viel wert jetzt. Ja. Ist wie Gold. Cotton ist das Gold von Subsistence geworden anscheinend. Aber ich find's auch komisch, dass wir das... Das ist ja die einzige Pflanze, die wir so irgendwie selber nicht ernten können. Oder wie war das nochmal? Ja, was heißt ernten? Ernten können wir sie, aber wir können keine Samen draus ziehen. Sehen können, so irgendwie, ne? Ja. Und was gab's bei dir zu futtern? Oder was isst du noch? Heute machen wir Baguette. Das also hier mit Sucuk und so. Ja, meinen Backofen habe ich ja repariert. Also das heißt, jetzt kann ich ihn auch wieder benutzen oder wir können ihn wieder benutzen. Und ja, die Heizspirale war ja durchgebrannt und ja, da kam jetzt ja letzte Woche Freitag kam die Heizspirale und dann habe ich die Freitag wieder noch eingebaut und jetzt lübt dann alles wieder. Ja, andere Leute hätten den weggeschmissen und dann für 1000 oder sowas oder 500 Euro oder wie auch immer neu gekauft, weißt du? Ja. Und du hast gerade mal 20 dafür ausgegeben, glaube ich, ne, oder? Ja, 26,80 €. Kannst ja nichts zu sagen. Die Originale, ne? Ich meine, hätte ich auch billiger kriegen können, das wäre aber kein Original gewesen. Hm. Und da gebe ich lieber doch 1 € mehr aus. Und das hält natürlich dann auch ein bisschen länger, ne? Das ist nur so. Mhm. Ja, natürlich, wie das mit vielen Elektrogeräten so ist, so ein halbes Jahr nach Ablauf der Garantie ist es natürlich dann irgendwann kaputt, ne? Kannst du nichts machen. Ja, aber das machen die ja manchmal bewusst, behaupte ich jetzt einfach mal, wa? Ja. Also wenn das nicht wäre, dann wäre unser Wirtschaftssystem, glaube ich, schon im, ne? Kaputt oder wie auch immer. Ja, deswegen sind ja auch so damals so Firmen wie Mulinex und so pleite gegangen, ne? Weil die Sachen für die Ewigkeit gebaut haben und da braucht ja keiner was Neues. Wer so alte Mulinex-Maschinen noch kennt, also für die, sag ich mal, etwas ältere Generation unter uns, die schon ein bisschen älter sind und noch ältere Maschinen kennen, ja, also die Maschinen waren wirklich unkaputtbar, ne? Wahnsinn, oder? Wie sich das so geändert hat. Na, und jetzt kaufen wir jedes Jahr ein neues Handy, Leute, weil die, ja, wenn das nicht wäre, wären die auch wieder pleite gegen, ne? Kapitalismus pur, Freunde. Immer mehr wird benötigt. Oder? Was sagst du dazu? Yeah. Ah, die Möwe hat auch das Geld dafür, immer wieder ein neues Handy zu kaufen. Ich nicht, Leute. Ich nag hier am Hungertuch. Ja, es gab schon das S10 oder so und ich habe mir dann das S7 in neu gekauft. Das war natürlich dementsprechend günstig und hat alles das, was ich brauchte. Fertig, bin bis heute glücklich damit.
Ich behalte die Dinge wirklich tatsächlich so, bis die irgendwie nicht mehr funktionieren, ne? Manchmal werden die dann so langsam, weil der Speicher irgendwie kaputt ist oder vollgefressen. Aber meine Frau hat das auch. Ich hatte das S8, das habe ich jetzt meinen kleinen Neffen geschenkt. Was hast du denn für ein Handy? Ich habe jetzt das ein Huawei. Okay. P10, Huawei ne? Oder wie heißt P30. das? P30? Oh P30. Gott, das ist ja wieder, siehst du? Das geht so schnell, die Entwicklung. Und von der Bedienbarkeit, ich kenne das gar nicht. Ist das so wie iPhone Ja, oder? eher so wie Samsung, ne? So ein bisschen. Ist halt auch alles Android, ne? Okay. Ja, da kenne ich mich mit aus. Ein Phone, iPhone hatte ich noch nie. Hattest du schon mal so ein Ding? Nö, iPhone bin ich auch kein Typ, Freund von, also. Ich habe da Probleme mit der Bedienung gehabt, Das ist weißt du? Ich alles habe so das mal probiert. kompliziert und du kannst da nicht wirklich da irgendwie ohne weiteres Musik raufspielen und irgendwie sowas alles, ne? Also das ist alles sehr complicated da, also. Das ist nichts für mich. Also muss man mögen. Also ich bin da kein Freund von. Brauche ich nicht. Also ich komme mit diesen Android-Geräten echt bestens zurecht. Also. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, also ich habe bisher damit. Samsung auf jeden Fall perfekte, gute Erfahrungen gemacht und jetzt bin ich halt mal umgestiegen, weil die Kamera eigentlich besser ist und jetzt mit dem neuen S10 ist natürlich die Kamera wieder besser bei Samsung jetzt auf einmal. Also Ist das so? Ja, das ist ja. ja, die haben wieder ein bisschen nachgelegt. Ja, das Problem ist eben halt, ja, Huawei arbeitet halt mit einem offiziellen Kamerahersteller zusammen und dadurch haben die da einen ganz weiten Sprung nach vorne gemacht. Was du alles weißt. Ja. Oh, Leute! Ich fasse das ja wohl gar nicht. Ich muss jetzt der dümmliche Pfeil denn hier da? Aber wenn man den im Gras verschießt, im Hohen, dann ist das echt schon Schwierig, ne, den wiederzufinden. schwierig, den wiederzufinden, ja. Das stimmt, Freunde. Oh, ja. Und vor allem die Hühnchen überhaupt zu sehen hier im. Im tiefen Gras. Ey. Ja, Freunde, ihr seht's selbst. Was soll ich dazu sagen, ne? Der eine trinkt, der andere biert. Nee. Hast mal auf den Tacho geguckt? Das ist mitten in der Woche, Freunde. Ja, so ist das, ne? Nee. In der Woche geht das gar nicht. Also ich trinke in der Woche überhaupt nichts. Außer Wasser und Cola und so, ne? Nur während der Arbeitszeit, ne? Und die ist natürlich bei ihm so ein, ne? So minimiert, da geht das. Limonadentrinker bist du also. So, Freunde. Ihr hört selbst. Nee, überwiegend trinke ich Wasser eigentlich und auf Arbeit und Kaffee manchmal auch, aber Wasser, ich habe auch Wasser, aber komme ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist das langweilig und keine Ahnung. Mann, überall Wölfe hier, ich brauche Hühnchen, Mann. Ja. So, Freunde, so das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oh, 119 Volt. Leute, wie weit man immer laufen muss hier, wa? Das ist echt riesig geworden, dieses Spiel, wa? Yeah. Der soll nicht mehr das Land weiter erweitern, der soll jetzt hier was reinbauen im Land, ey. Ja, wenigstens mal ein Fahrrad oder so. Ja, das war auch was. So ein Mountainbike oder so. So ein Tandem, wo wir beide dann drauf sitzen. Oder so ein Rikscha, das wäre auch lustig, Leute. Genau, da kann ich mir immer von dir durch die Gegend kutschieren lassen. Perfekt. Milwe, wir binden da vorne einfach einen Wolf dran oder so. Nein. Und ihr seht selbst.
Gut, ein Hühnchen habe ich. Also ich würde mal das klasse finden, wenn ich mir ein bisschen Eisenerz hier finde. Was ist denn hier los, ey? Kein Erz, kein Nix, kaum Kisten. Also irgendwas stimmt hier doch nicht, ey. Irgendwas lübt hier nicht so richtig. Ups. Ah, toll, das ist natürlich wieder das, was ich schon habe. Das ist natürlich wieder. Oh. Heute sind wir alleine tatsächlich. Es sieht keiner, dass wir spielen. Kann ja auch mal passieren, ne, oder? Yeah. Ja, die kommen dann gleich wieder, wenn wir wieder aufhören. So wie letztes Mal. Ja, aber es geht halt nicht immer, ne? Wir haben halt auch was im Real Life zu tun, Freunde. Also können hier nicht jeden Tag ja, bleib locker da, Kollege Wolf. Ist er sauer auf dich oder was? Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen, liebe Freunde, nur ein bisschen. Komm, Freunde, ich will mich nicht schon wieder rasieren hier. Ja, ich habe mich in Riel, habe ich gerade rasiert. Stimmt, du siehst anders aus. Maybe. Obwohl, naja, geht so, ne? Er Sieht aus wie immer, nur dass drumherum wieder wegrasiert sieht aus wie immer, nur das Drumherum ist weg, Leute. Sehr gut erklärt. Freund, habt ihr es gesehen? Oh. Ultimul, Ich habe jetzt Hunger auf ein schönes Steak, du. Mann. ja. Ich hab das nicht so gut wie du. Du hast ja fast jeden Tag hier so ein Ding, ne? Ja. Fast jeden Tag so ein Ding hier. Ich faste der wohl ja nicht. Also das ist ja eine unverfrorene Frechheit. Frechheit. Und von Unverfrorene Frechen. Frorenheit. Gut, Freunde, ihr seht jetzt selbst. So, ich muss den Bunny, muss ich gleich auch mal wieder konkret hier reinmachen. Da, gucken wir. Ich mache nämlich Level 2. Der kommt rein. Der wird geschlachtet. Und wir bekommen aus dem Bunny, ja, ein paar Dinger, denke ich mal. Und einmal nur, aber gar nichts kommt daraus. Nicht mal Fett, ne? Nee. Scheiß Ding. Tat, 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 tadolita, tadolita. Das haben wir, das haben wir, das haben wir hier. Oh. Gemüsepistolen, so kann ich jetzt jemand Dietrich machen? Ja, kann ich sogar. Ja, das wäre schön. Ja, oh, wir haben voll Strom, heftig. So, noch Also, ein. Dietrich los, hier durch die Gegend zu laufen, das ist nichts für mich. Ne. Aber das ist auch echt schweineteuer, seien wir mal ehrlich. Also, das ist ein bisschen übertrieben, ne? Aua. Dietrich brauche ich so eigentlich nur ein Stück Draht, ne? Ja. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ja, da hat sich der Entwickler auf jeden Fall nicht lumpen lassen und hat sich gedacht, den machen wir das besonders schwer. Ja. Nicht, Freunde? Also, es ist so, wie es ist, aber das ist nun mal so. Da kann man nichts machen. Das Nee, stimmt, nee, Freund. nee. Ihr seht es ja selbst. Das kommt weg, das kommt dahin. So. Und weiter geht's. Da ist ein Häschen. Oh, nö, ne, wird das langsam wieder dämmerungsmäßig hier, ey. Ja, es wird gleich wieder dunkel.
Oh nein, ich hasse es. Ich muss auch noch eine Taucherausrüstung bauen, damit wir mal wieder zusammen runter können, ne? Aber vorrangig ist erstmal hier Stromgeschichte wirklich auszubauen. Es nützt alles nix. Es gibt nichts Besseres als, ne? Wenn Strom kommt ohne die Generatoren, ohne diese Benzinhetzerei da. Ja. Ja, dann kann man sich auch um andere Sachen kümmern, das ist auch gar kein Problem, ne? Das ist dann ja überhaupt gar kein Problem mehr, 2 Tage wegzubleiben, wenn man vorher die Level 10 Hühnchen da geschlachtet hat. Dann kann man ja auch dann erstmal los und auf dem Rückweg bringt man einfach neue Hühnchen mit. Wir können ja auch mal einen Level 10 Bären schlachten, doch. Ja, da musst du dich nur 10-mal rasieren lassen von ihm. Das glaube ich ja, wirklich so, ne, oder? 9-mal. Leute, welch ein Experiment, weil die Bären, die leveln ja, oder die Viecher leveln ja mit einem Schlag sofort, ne, so, wenn sie gekillt haben. Ja. Müsste man vielleicht echt mal machen, war alle Sachen ausziehen, ne, und dann, ja gut, man muss gucken, wo man halt anfängt, ne. Oh, und dann hat der Bär nachher wohl anders wieder gespawnt und dann hast du ein Problem. So. Ja, ich kann immer nichts mehr mitnehmen. Ich muss nach Hause. Es nützt alles nichts. Meine Taschen sind randvoll. Mhm, das hört sich gut an. Ich kann ja auch schon wieder einen neuen Dietrich bauen, du. Sehr gut. Yes! Ich finde, wir sollten sowieso generell immer einen dabei haben, wenn wir losgehen, wa? Ja. Weil Leute, die Waffenteile, die es da zu finden gibt und so, die sind immer wichtiger, ne? Und vielleicht finden wir ja auch mal Karten da drinne. Aber die Möwe... Also ja, Waffenteile hatte ich natürlich auch 4 Stück gefunden, ja. Gut. Dann müssen wir nochmal gucken, was wir denn zuerst bauen. Nicht, dass du dir heimlich deine Waffe pimpst, Lümmel. Naja. Freunde, die Waffenteile, die hat er da versteckt, ne? Ich habe da noch keine gesehen in den Kisten. Nein, nein, in der Premium-Kiste, da waren keine Waffenteile drin, Olli. Da war nichts drin. Ne? Und da hat er schon die Schrotflinte Level 2 oder irgendwie sowas da. Maybe. Level 2, Level 3. Ach ne, den neuen Bogen müssen wir mal machen dort. Da hätte ich Bock drauf. Was hältst du davon? Neuen Bogen? Ja, es gibt ja den besseren Bogen. Den besseren Bogen? Wusstest du das nicht? Nein, dafür braucht man auch Teile oder was? Ja, deswegen spar die mal auf, nicht, dass du die jetzt blind ausgibst oder so, ne? Ich glaube, wir müssen uns mal den neuen Bogen machen, Alter. Wir benutzen den Bogen ständig, ey. Oh, das wäre gar nicht so verkehrt, ne? Ist er auch ein bisschen durchschlagskräftiger, oder was? Ja, das ist so ein Hightech-Reflexbogen. Und jetzt haben wir ja nur so ein alles Knochenteil da. Ich guck gleich mal eben kurz hin, wie teuer der nochmal war. Genau, vor allem wie teuer die Pfeile denn dafür sind. Wieso, das sind doch die gleichen Pfeile. Gibt's andere? Ja, warum sollen denn andere Pfeile dafür geben? Ich habe noch nie andere Pfeile gesehen. Oder meinst du, gehen nur Premium-Pfeile? Ja, weiß man nicht, ne? Naja, das wäre aber unrealistisch. Kann doch mit dem Bogen alles schießen, ne? Nee. Freunde, ihr seht selbst, ich bin wieso der Beste, aber das war von Anfang an schon so. Ja, Freunde, ihr kennt das, wie als wenn man auf einmal aufwacht und man hat Superkräfte, weil man zu lange auf dem Superman-Heft geschlafen hat. Nach der langen Messer. Ja. Freunde, ihr seht selbst. So, jetzt gucken wir nochmal eben kurz, wie teuer dieser Bogen ist, weil das wäre nochmal ganz interessant. Das interessiert mich nämlich jetzt auch gerade. So, der Reflexbogen, der kostet dich 5 Bretter, habe ich, 3-mal Eisenbarren, das ist ein Kinderspiel, und jetzt kommt's, 15-mal die Waffenteile. 15-mal? Ja, wie viel hast du gehabt? 4 oder was? Ja. Okay, 2 Premium-Kisten hat er schon geöffnet und 4 Waffenteile, Leute. Dann brauchst du also nochmal, ja, 8 Waffenkisten oder 6 oder so. 1700 Strom. Da kriegen wir das überhaupt zusammen? 1700? Ne, so haben wir gar nicht. Wir haben nur 1500, Alter. Da müssen wir noch einen Stromding bauen. Stromspeicher brauchen wir. Oh, mir fehlt dieses scheiß Metall, Leute. Da habe ich echt Probleme mit. Das hätte ich mal nicht alles schreddern sollen, wa?
Ja, wir müssen nochmal einen Stromspeicher bauen, Leute. Und dann ist der, also da können wir drauf sparen. Was hältst du davon? Ja, Dass können jeder wir von machen. uns diesen Bogen hier irgendwie dann halt. Ein hochwertiger und starker Bogen. Holzpfeile gewinnen an Durchschlagskraft, brechen aber auch leichter. Also wenn du auf den Boden schießt, dann gehen die wahrscheinlich immer kaputt, ne? Ja. Aber jetzt können wir sie ja noch einsammeln. Aber dafür hast du halt richtig Power. Ja, das ist realistisch. Das ist gar nicht mal. Ey, das ist denn so, als ob wir normale Pfeile schießen würden und das wären Premium-Pfeile, denke ich mal, weißt du? Sag mal, Ja, das sehen wir dann, ne? ey. Ja, willst du Tschüss sagen oder was? Das ist schon wieder Nachtmensch. Mann, Leute. Ja, liebe Leute, das war schon wieder von uns und dieser Folge Subsistence mit der LP-Schmiede und dem Mr. Chaos. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Survival am See, Freunde, und Überleben im Wald. Ja, bis dahin, ciao, ciao, bye, bye.